Ah, verdammt. Ah, scheiße. Ach. Da war ich mal kurz AFK gewesen. Und zack, da falle ich um. Ja, liebe Kinder, wenn ihr Stardew Valley spielt, dann müsst ihr ganz doll darauf achten, immer Pause zu drücken. Immer. Schön den ganzen Tag verschwendet und haufenweise Geld verloren. Fuck. Morgen wird's auch wieder ein bisschen windig. Fortune Teller sagt, oh, wir haben heute Glück. Ach ja. Meine Quellen berichten mir, dass du dich in dem alten Community Center rumgetrieben hast. Warum besuchst du mich nicht einfach mal? Meine Kammern sind westlich des Waldes, des Waldsees, im Steinturm. Ich habe vielleicht Informationen, die dein Rattenproblem betreffen. Emrasmodius, Zauberer. Okay. Lieber Mr. Martin, letzte Nacht hat ein Joya-Teammitglied Sie gefunden. Bewusstlos. Ein medizinisches Team wurde losgeschickt, um Sie nach Hause zu bringen. Wir hoffen, dass Sie in Ordnung sind. Wir stellen Ihnen dafür 152 Gold in Rechnung. Morris, Joya Customer Service, fuck off. Ja, okay. Ich gebe zu, war blöd von mir. Man darf in diesem Spiel absolut nicht idlen. Ganz blöde Idee. Ganz blöde Idee. Erstmal noch die Blümchen gießen. Bis hier wächst. Triff den Zauberer. Du hast einen Brief vom lokalen Zauberer bekommen. Er gibt an, dass er Informationen hat, die das alte Community Center betreffen. Ja, ich sammle die mal, weil ich glaube, damit kann ich ja die Spring Seeds herstellen. So, schön, dass hier auch noch ein Blümchen ist. Mehr auch nicht. Ja, ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe zwischen den letzten beiden Folgen ein kleines bisschen kurz geidelt. Habe ich rausgeschnitten, weil war blöd und habe erst im letzten Moment gemerkt, puh, es ist schon viel zu spät. Viel zu spät. Aber naja. Hey, was willst du machen? Und ich wollte zuerst, oder gehe ich zuerst zum Blacksmith? Erstmal räume ich die Mülltonnen leer. Schön, ein Kupfer. Von 9 bis 4 geöffnet. Es ist jetzt kurz vor 8. Da ist nichts drin. Ach, er hat offen. Verschwenderisch. Aber bis mal, ich weiß nicht, was bis mal heißt. Verschwenderisch, weiß ich nicht. Nicht ein einziges Stück in der gesamten Kollektion. Ha? Hey, wer bist du? Was ist das? Du hast etwas gefunden? Lass es mich sehen. Ah, ja, das ist unmöglich. Das ist einfach nur ein Haufen Schrott. Das ist ziemlich alt. Ich würde mir das gerne etwas näher angucken, aber es ist deins. Ich muss dich um meinen Gefallen bitten. Würdest du eventuell unter Umständen diese neuen Artefakte oder Mineralien, die du findest, spenden? Wir könnten hier eine riesengroße, ja, Entdeckung machen zusammen. Also jetzt du und ich und also eigentlich ich, aber du auch. Und ja, wer weiß, vielleicht, wenn du noch ein bisschen mehr spendest, könnte ich unter Umständen ein paar interessante Sachen für dich haben. Ja. Denk drüber nach. Okay?
Wenn du dich dafür entscheidest zu spenden, dann bring mir doch einfach die Sachen vorne an den Tisch. Ja. Trottel. Gut. Donate to Museum. Wir spenden mal den Schädel. Der kommt mal hier hin. Der Amethyst kommt hier hin. Das Quarz kommt hier hin. Ich packe einfach mal über alles hin. Und das packen wir hier hin. Hat der jetzt viel gebracht und so. Es sieht nicht so aus, als ob du irgendwas dabei hast, was du spenden könntest. Also los, ab. Sorg Sachen. Wie nett. Mir fehlt ein Buch. Das ist ein Buch von Marnie. Tiere sind sehr sensitiv. Sie mögen es, gestreichelt zu werden. Jeden Tag. Man bevorzugt es, Gras zu essen. Draußen. Lieber denn als trockenes Heu und so. Und sie mögen es, draußen zu sein. Nein, sie mögen es nicht draußen sein. Nicht im Regen. Ja. Glückliche Tiere produzieren höherwertige Produkte. Hat man doch schon. Das hier. Farming Tipps. Nutze Dünger, um die Qualität zu verbessern. Eventuell auch Arbeitsleistung einzusparen. Oder. Die Geschwindigkeit, also die Wachstumsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Fruchtbäume brauchen eine ganze Jahreszeit, um zu wachsen, aber dann, ja, dann brauchen sie ganz, ganz wenig Hilfe. Also von uns. Sorg dafür, dass die Umgebung rund um deinen Sprössling sauber ist oder sie wachsen vielleicht nicht richtig. Gemüse wird sterben, sobald die Jahreszeit vorbei ist. Es sei denn, es sind welche, die auch in verschiedenen Jahreszeiten wachsen, wie zum Beispiel Mais. Einige Gemüses, wie zum Beispiel Kale oder Weizen, müssen mit einer Sense geerntet werden. Ist da noch ein Buch? Ach, weißt du was? Archäologie. Günther hat dich gefragt, ob du es in Betracht ziehen würdest, unter Umständen an das Museum zu spenden. Neue Artefakte oder auch Mineralien, die du findest. Er sagt, er wird dich entlohnen mit ein paar, ja, seltenen Sachen. Und so. Es ist das 8:30, ne? Es ist immer noch verschlossen. Verschlossen. Jo, ja. Hey, ein Blümchen. Eine Daffodilie. So nenne ich sie jetzt, Daffodilie. Habe ich sie nie vorher schon so genannt? Ich weiß es nicht. Yay, es ist 9 Uhr morgens. Wir gehen dem Schmied auf den Sack. So, Geoden prozessieren. 25 Gold. Okay, schauen wir einfach mal. Hey. Limestone, auch nicht schlecht. Okay, Kupfer, auch nicht schlecht. Bitte. Nikotin, Nikoid. Katzengold, keine Ahnung. Was haben wir hier? Sandstein, auch schön. Paar einfache Steinchen. Was ist das? Jaguit. Das ist ein Erdkristall, aha. Das sieht aus wie Hundekacke. Ein Schlammstein. Und ich habe nicht mehr genug Platz. Warte mal. Günther. Der Günther. Können wir noch gleich die ganzen Kladderadatsch wieder abgeben. Huch. Kladderadatsch. Hier, wir spenden dem Museum. Den packen wir mal hier hin. Oh, ich habe schon meinen ersten Reward. Das packen wir auch mal hier hin. Das packen wir mal hier hin. Der Erdkristall, der kommt hier oben hin. Der Klumpen Hundekacke, der kommt hier hin. Ach ja, wir haben auch noch hier den Sandstein, der kommt auch hier. Yay! Cool!
Wir haben zwei Rewards. Collect Rewards. Melon. Ah, cool. Im Sommer brauchen 12 Tage, um zu wachsen. Und Cauliflower, 12 Tage im Frühling. Also Blumenkohl. Das ist ja mal nice. Dann gehen wir nochmal kurz zum Schmied. Zum Clint Eastwood. Weil wir haben ja noch 2 Geoden übrig. Klar. Einmal Kupfer. Okay, das ist ein Orpiment. Das ist bestimmt auch was für Gunther. Gunther! Gunther Gans. Gut, spenden wir dir auch noch. Ihr könnt ihr haben. Ja, dann wollen wir mal wieder gehen. Jetzt habe ich meine Angel vergessen. Ach. Aber ich könnte natürlich auch... Oh, hallo, du bist... Ach, Vincent. Ach, Mama lässt mich heute keine Gummitierchen mehr essen. Ja, das ist so richtig, sonst wirst du fett. Das hat jetzt keiner gesehen. Ich laufe mal schnell weg. Bin jetzt weg. Und diese ewig weiten Strecken. Und wir sind wieder zu Hause. Dann brauchen wir uns jetzt unsere Hoe. Die Watering Can brauchen wir auch. Weil ich würde dir gerne mal wieder ein bisschen Ordnung schaffen. So. 9 Stück. Na, die können wir doch einfach hier auslegen. Bessern. 12 Tage. Wir haben jetzt den 9. Frühling. Das heißt, sie werden in 12 Tagen fertig sein. Ich bin so ein Mathe-Genie. Gut, das Kupfer packen wir hier rein. Field Snack. Ein schneller Snack, um deinen Hunger zu stillen. 45 Energie. Hm, gut. Sehr gut. Hm. Die packen wir mal hier rein. Ich glaube, ich packe die auch hier rein. Steinchen. Und die Blümchen kommen hier rein. Was brauche ich eigentlich alles? Ah, wir können den Feedsack sogar selber machen. Das ist ja mal echt praktisch. Okay, eine Eichel, einen Ahornsamen, einen Keenapple. Und die Wild Seeds, dafür brauchen wir alles andere. Was wir... Ah, wir können es einmal machen. Unseren Pferdeschuh. Bingo. Alter, 10 Stück gleich. Also, zurück aufs Feld. Ein Klumpenleben. Gut. Machen wir das auch noch hier. Aber schon mal einen halben Tag rum. Zum 12 Uhr mittags. Wir waren bei Günther Grass. Und, ich wollte ja meine Werkzeuge jetzt hier drüben reinpacken. Und ich glaube, ich werde die Zeit nutzen, nochmal in die Mine zu gehen, weil ich erinnere mich zumindest, dass wir heute viel Glück haben. Wir sollten dieses Glück auch nutzen. Ich komme nicht auf die Musik klar. Die Musik ist echt cool. Kannst du sagen, was du willst? Hey. Einen Lauch. Hat wohl den Weg zum Gym nicht gefunden. So. Willst du kommen, um mich zu verarschen? Nee. Chill mal mit deinen Nuggets. Mach mir ein eigenes Ding. Okay.
versuch's nochmal. Ups. Ach Leute. Hässlichen Schleimer. Stirb, Kartoffel! Das war jetzt ein bisschen blöd. Vor allem, ich komme da nicht ran, oder was ist das hier? Ah, ein uralter Samen. Und Günther kann mir mehr darüber erzählen. Der Günther. Schick noch eine Geode. Au, fa. Nee, ich geh erstmal hier eins runter. Schön. Schön, Kupfer. Sogar fast eine richtige Ader, wie wir hier gefunden haben. Das ist ja schön. Schön. Dann haben wir hier noch. Okay, meine Energie lässt langsam nach. Werden wir mal kurz was verschnabulieren. Einen Snack ver... Eine grüne Alge, okay. Einen Snack verköstigen. Ein Quarz haben wir auch. Das freut mich doch. Nochmal Quarz. Hässlicher Schleim. Muhahaha. Ah, das war's auch schon. Dann werden wir jetzt zum Pathfinder. Beziehungsweise zum Leiterfinder, also und so. Dass die aber auch immer so versteckt sein müssen, ja? Es ist ja echt. Yay. Und ich habe so gut wie keine Energie mehr. Was kriege ich denn? 40 für den Lauch. Nice. Weggesnackt. Hier gehe ich erstmal nicht lang. Ich werde meine Kräfte noch ein bisschen schonen. Falls ich hier noch irgendwo... und was Schönes zum Finde, sowas wie Kupfer zum Beispiel. Oh, du hässlicher Schleim. Natürlich auf dem letzten Meter. Günther. Falls. Backmeat. Gut, dann machen wir einmal den Schleim weg, weil ich sehe noch nicht, dass wir dafür irgendeine Verwendung haben. Was ist denn das? Ah, ich glaube, haben wir nicht schon mal Hartholz oder so gefunden? Wenn wir die grüne Alge verputzen. So, Kupfer haben wir ja auch. Schau! Wie der Ostberliner sagt. Yay, wir sind wieder auf Level 8. Und ich habe nichts mehr zu futtern. Das könnte schwierig werden. Yay. Schleim lassen wir mal großzügig liegen. Das Kupfer nehmen wir natürlich großzügig mit. Yep, wir haben Beute gemacht. Kennt das jemand von hier Monkey Island? Also Monkey Island 3. Meiner Meinung nach der beste Monkey Island Teil. Okay, ich fange an, mich ausgelaugt zu fühlen und ich habe nichts dabei, um mich besser zu fühlen.
Das hat er jetzt nur wirklich wieder sehr viel gebracht. Ich sollte mir vielleicht doch angewöhnen. 14. Mal kurz was gucken. 12, also 2, 1, 3, 7, 5, 3, 1. Und keine Leiter gefunden. Toll. Sehr toll. Sag du abends. Immer versuche ich mal nicht umzukippen, weil ist blöd und so. Also sehr blöd und so. Wenn da diese Wege nicht allzu weit und zu lang wären. Ah, naja, was willst du machen? Mühsam, mein Herz, das Eichhörnchen. Und so. Aber ich muss sagen, wir haben schön was gefunden. Und wir haben die Erkenntnis gemacht, dass wir ohne was zu futtern lieber nicht in die Mine gehen sollten. Schauen wir mal. Quarz. Oh, sogar silbernes Quarz. Schön. 4 Geoden und Kupfer. Schön viel Kupfer. Das ist für Günther. Das packen wir auch erstmal hier mit rein. Das Backmeat kommt hier rein. Ja. Hier kommt der Sepp rein. Yep. Und hier der Rest. Nee, ist mein erstes Hartholz. Schön. Ich war der Meinung, ich hatte schon mal eins gehabt. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal morgen gucken, wie das Wetter wird. Ich glaube, morgen ist wieder so ein Tag wie heute gewesen. Wolkig mit einer leichten Brise. Ja. Woo! Wir haben Level Up! Level Up, Level Up, Level Up.